Hallo, hier ist NitroTom und ich möchte euch ein Tutorial präsentieren, um mit ihr lernt, richtig Diva zu spielen, besonders bei schweren Songs, um besser klarzukommen mit den ganzen Buttons, wie die alle reinfliegen. Also erstmal normale Buttons. Ihr könnt auch das Steuerkreuz nutzen. Oder wechseln. Keine beidhändig, immer gleichzeitig durch den Steuerkreuz und Button. Oder enthalten, die beiden. Bei solchen Gebilden auch. Das macht es einfacher. Bei Geschwindigkeit ist es sicherer. Sterne mal breithändig, aus dem Grund, weil das dann weniger versehentlich auswirkt. Überlappen ist zwar jetzt breithändig. Sterne sind sehr wie normale Sterne. Mit dem Unterschied, dass ich krieg mehr Punkte. Bei Haltenoten immer darauf achten, dass das Ende auch eine Zählzeit ist. Besonders wenn ihr bei der Haltenote, wenn ihr richtig kurz haltet habt, wie gerade eben, dann müsst ihr immer darauf achten, dass das Loslassen auch wie ein Tastendruck zählt, von der Zählzeit her. Ist wichtig. Wenn ihr mal später bei extrem angekommen seid oder gerade Extremspieler seid, ich weiß nicht, wer sich alles das hier anguckt, und dann eben zum Beispiel Dreieck, lange Note, Dreieck hat. Du musst dann wissen, dass wenn er die Note loslässt, es genauso zählt wie ein Tastendruck und dann nicht dann sofort Dreieck hinterher prescht, sondern das richtig getimed hat. Jetzt kommt Doppelsterne, die nimmt ihr immer mit Stick hoch und da könnt ihr nichts halten von der Seite. Die müsst ihr so nehmen. Bei solchen Sachen. Das macht es einfacher. Bei solchen Überlappungen mit Übergang, der linke Daumen zieht immer nach. Bei Teilungen immer den linken Daumen, als hätte es noch liegen lassen können. Bei geraden überlappenden Endungen. Der linke Daumen hört immer auf. Jetzt richtig schnell überlappende. Daher hilft es nicht einfach abwechselnd zu drücken. Das geht irgendwann nicht klar, weil irgendwann drückt ihr versehentlich mit dem linken Daumen zur selben Zeit wie mit dem rechten Daumen. Weil einer der beiden Hände nicht hinterherkommt richtig. Da müsst ihr eine Technik anwenden. Und zwar, ihr drückt den Button runter und wenn ihr ihn loslasst, drückt ihr den Controller gegen euren linken Daumen mit der entsprechenden Gegentaste. Also im Prinzip so. Das geht ganz schnell. Jetzt mal demonstriert. Oh, zu schnell. Mit Pfeilen geht das übrigens auch, aber da müsst ihr vorsichtig sein. Ihr müsst auf einer Seite halten und nicht dann Dings. Also ihr könnt auch aus dem Armgelenk dann alles drücken. Aber ihr müsst halt die Seite halten, statt gegenkommen zu lassen immer. Bei links wechseln, immer darauf achten, dass der linke Daumen zuerst überrutscht. Dafür müsst ihr euch erstmal Auge entwickeln und am besten übt ihr einfach, indem ihr offizielle Songs komplett beidhändig spielt. Also außer bei Pfeilen wechselt ihr immer ab, egal ob Pause ist oder nicht. Einfach kontinuierlich abwechselnd.
rotes Schwert immer wechselt. Fühlt sich angenehm an. Jetzt zu gemischten Überlappenden. Einfach die ersten beiden Noten angucken, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Dasselbe bei den rotierenden Überlappenden, auch wenn das gerade etwas misslungen ist. Aber das ist dasselbe Prinzip. Bloß ihr müsst dann halt eben nicht so hier spielen, sondern ihr müsst dann halt immer einen Wechsel machen. Also der rechte macht das hier. Der linke macht das in der Zeit. Also habt ihr dann quasi eine Rotation in Slow Motion, würde ich das so machen. Also schnell ergibt es das, ergibt eine Rotation dann halt. Das selbst würdet ihr in über unmenschlicher Geschwindigkeit das hier machen. Ja. Jetzt Sterne gemischt mit, Noten gemischt mit Sterne als Überlappende. Generalprobe. Aber egal, ihr wisst jetzt ungefähr, wie man das spielt. Bis zum nächsten Mal. Bei irgendeinem Perfekt, Exzellent oder vielleicht auch ein Schieb.